yeah, Elektroschrott. Ja, ich hatte dieses Video nicht als Zweiteiler geplant. Aber wie das Leben so spielt. Ich hatte gestern noch ein bisschen Kontakt mit Zauberpony, teilte ihm mit, wie fantastisch seine Biere sind. Und er teilte mir mit, dass ich ein Horst bin. Um die ganze Sache so richtig zu blicken, müsste man den ersten Teil dieses Videos gesehen haben. Ich verlinke den hier so mit diesem YouTube-Zeugs und unten in die Beschreibung tue ich noch, damit man überhaupt mal weiß, von welchen Zauberpony-Gaben ich hier überhaupt rede. Für die, die das Video bereits gesehen haben, gibt es jetzt aber einen Nachtrag, der sich darum dreht, dass mir unser Pony keine Medikamente geschickt hat. Da ich mal davon ausgehe, dass es sich um kleinteiliges Zeug handelt, werde ich jetzt die Sachen hier mal in der Detailansicht auspacken und ich fange mal an, völlig wahllos, mit dieser Packung ACC Akut. Oha, da sind in der Tat keine ACC Akut drin, sondern... irgendetwas, was auf einer Platine ist und eine dicke Metallcan drauf hat. Ich muss mal gucken, wo die Nummer herkommt. Ich tippe mal auf Banggood. Wir haben aber hier so diese klassischen Kontakte hier. Also ich bin mir relativ sicher, dass das irgendeine Art von Spannungswandler sein dürfte. Sowas in der Richtung mit In und Out oder sowas in der Art. Ich werde gleich mal die SKU recherchieren, mal gucken, ob ich die bei Banggood oder AliExpress oder so finde. Dann das Nasenspray. Hätte mir eigentlich auffallen können, dass das hier schon etwas zerrüttet aussieht, aber mein Gott. Oh, Kleinkram. Interessanterweise haben wir hier den ungeöffneten Beutel und hier den Kleinkram. Ja, da. Wenn man sich das mal anschaut, dann weiß man eigentlich sofort, was das ist. Hier, da, diese Dinger, die sind... Wow, meine Katzen gehen gerade gut ab. Krass. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber... Wow. Egal. Hier, das Zeichen sagt mir schon alles. Das ist mit ganz großer Sicherheit ein Gyrosensor. Also ein Gyrosensor, den tut man irgendwo rein und der erkennt dann, ob sich in der Nähe ein griechischer Schnellimbiss befindet und richtet sich dann entsprechend aus. Ja, damit man Gyros kriegt. Alternativ kann man den auch benutzen als Lagesensor. Wie das zustande gekommen ist, dass der Gyros-Sensor hier sich aus seinem Päckchen befreien konnte, ist mir unklar. Aber hey, ist halt wahrscheinlich in der Nähe vom Gyros gewesen. Gripostazi. Schauen wir mal, was das so kann. Da haben wir noch so einen kleinen Sensor. Ja, packen wir jetzt nicht aus. Die Beschriftung ist ITG-MPU. Also es ist offensichtlich auch am I2C-Bus irgendwas. Und er hat auch, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber der hat auch diese Symboliken drauf mit Drehungsdingern. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich auch so ein MEMS-Gyro. Wobei der hier wahrscheinlich dann nur Beschleunigung in zwei Achsen und der andere Beschleunigung, Drehung den ganzen Scheiß kann. Ist ja krass, so eine Sensorensendung hier. Das ist ja echt lustig. Ah, hier. Die kennen wir. Ne? Also von denen habe ich auch selber schon einen rumfliegen. Freue mich aber immer über mehr. Das ist ein Ultraschall-Entfernungssensor. Damit könnte man beispielsweise so ein Entfernungsmessgerät oder sowas basteln oder Wall-E nachbauen, die als Augen verwenden, irgendwie sowas. Cool. Die Dinger sind echt geil. Sind vor allem echt einfach zu benutzen. Was um alles in der Welt? Oh. Sowas habe ich schon mal gesehen. Das ist irgendeine Art von Gassensor, behaupte ich mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob es Kohlendioxid ist oder Kohlenmonoxid. Hat hinten eine Einstellung, vermutlich, wo man die Empfindlichkeit, wo er anschlägt, machen kann. Weil, ja, Digital Out, Analog Out, er hat einen Analog Out-Ausgang, der wird wahrscheinlich damit skaliert, dass man dann die Konzentration, die gemessen wurde, mit einem ADC am Mikrocontroller messen kann. Das ist sehr geil, die sind noch nicht ganz billig.
Dann das Ibuprofen, das erste. Ja, das ist definitiv auch irgendein Gassensor von Flying Fish. Hm, sagt mir jetzt nichts. Auch da, also ich werde bei allen diesen Dingern hier, werdet ihr ja bereits gesehen haben, weil ich es bereits getan haben sein werde, wenn ihr hier guckt, werden würdet. Ich werde das mal recherchieren und immer unten einblenden, ne, hier, ne, was das ist. Aber ich glaube, das ist auch irgendeine Art von Gassensor. Das ist ja lustig, da könnte man ja bis jetzt schon mal eine halbe Wetterstation oder sowas aufbauen. Eine Laserdiode. Okay, das sind diese berüchtigten chinesischen, ich glaube, 10 Milliwatt Laserdioden. Die machen richtig gut Licht. Die habe ich schon verwendet in dem Video mit der Katzenlichtschranke. Eines haben wir noch. Das ist das letzte, der krönende Abschluss. Ah. Ich weiß tatsächlich, was es ist. Ich hoffe übrigens, dass ich gerade eben nicht wieder bei irgendwelchen Leuten die Ohren gebrochen habe beim Auseinanderfetzen dieser Folie. Das ist ein GPS-Sensor. Bin ich mir relativ sicher. VKL, U-Blocks, FUBA. Also ich habe diese Dinger schon mal gesehen und der keramische Teil drumherum, das ist tatsächlich eine keramische Antenne. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein GPS-Sensor ist. Aber für den Fall, dass ich mich da jetzt zum Brot gemacht haben sollte, steht jetzt unten drunter, was es tatsächlich ist. Sehr geil. Also ich drehe mal hier die Kamera so ein bisschen, um mal hier den Loot zu zeigen. Irgendwann mal alles ins Sichtfeld. Das ist eine Menge Sensorik-Loot. Ne? Vielen, vielen, vielen Dank, liebes Zauberpony. Ein paar von den Sachen finde ich wirklich enorm interessant. Also gerade die Gassensoren, sowas wollte ich immer schon mal haben. Und die anderen Dinge hier, so Lagesensor, Gyro, GPS und sowas, damit muss ja auch irgendwas Verrücktes machbar sein. Angesichts der Tatsache, dass alles andere Sensoren sind, naja, ihr werdet zum jetzigen Zeitpunkt schon wissen, um was es sich hier tatsächlich handelt. Wahrscheinlich ist es kein Sensor. Oder doch, auf jeden Fall kein DC-DC-Wandler. Aber ich werde es rausfinden. Zauberpony, super, super, super. Vielen Daumen hoch, Dank. Ne, der passt hier nicht ins Bild, der Daumen war nach oben. Und ja, ne? Ist jetzt schon eher arm, dass es mir nicht aufgefallen ist, dass die Packungen vielleicht ein bisschen leicht waren für richtige Medikamente. Aber ich war so aufgeregt wegen der schönen Geschenke. Ich werde mir jetzt jedenfalls überlegen, was ich mit dem ganzen Kram bauen kann und möchte meine Liebe zum Zauberpony jetzt in meditativer Art und Weise bei meinem Frühstückscafé mir durch den Kopf gehen lassen und dann esse ich was. In diesem Sinne, tschüssing.